Diese furchteinflößenden Bedrohungen haben alle möglichen Formen und Größen und gefährden ihr Überleben. Sie müssen lernen, mit diesen Gefahren umzugehen, auch wenn das zunächst schwer erscheint. Wir haben sie daher ausgestattet mit dem Vortec Assisted Targeting System. Damit können sie die Gefahr erfassen und Schwachstellen ermitteln. Und je besser ihre Wahrnehmung, desto genauer werden sie sein. Sie werden sogar Davy Crockett in den Schatten stellen. Manchmal werden sie fragwürdige Dinge tun müssen. Ihre Wahrnehmung kann in diesen moralisch zweifelhaften Momenten ihre Rettung sein. Üben Sie das Stehlen an den Jungen, Alten und Wehrlosen. Während Sie sich zum Erfolg stehlen, versuchen Sie es mit anspruchsvolleren Zielen und kniffligeren Tricks, um mehr zu erreichen. Aber nicht übermütig werden, Sportfreund. Versuchen Sie stets, Ihre fünf Sinne zu schärfen. Aber Wahrnehmung geht noch weiter. Nehmen Sie Feinde und Gebiete unter die Lupe, nutzen Sie gefährliche Munition und bauen Sie eine Fernbeziehung auf. Lesen Sie aufmerksam Ihre Vortec-Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen Sie, was Sie special macht? Okay. Das, was der eine gezeigt hat mit der Granate da, das ist tatsächlich ein Perk, den man aufleveln kann. Da kann man wirklich scharfe Granaten in das Inventar von Gegnern reinschmuggeln. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Und das Interessante ist auch, man kann halt, wenn man den ein bisschen weiter auflevelt, kann man, glaube ich, auch die komplette Ausrüstung einfach von dem klauen. Ohne dass er es merkt. Das ist sehr, sehr interessant. So. Nick Valentine. Da müssten wir eventuell sogar mal kurz zu Mama Murphy, weil die gibt uns auf jeden Fall mit ihrem dritten Auge einen Tipp. Weil da braucht man einen sehr, sehr guten Lockpick-Skill. Ich glaube sogar Meister und ich bin ja nur bis Experte geskillt. müssen wir mal kurz zu Mama Murphy, weil die sagt dann, weil wenn wir dir wieder Drogen geben, dann, ja. Gut. Nick, du wartest kurz da, ich gehe schnell zu Mama Murphy und gebe der noch mehr Drogen. Damit die mir sagt, wo ein Schlüssel liegt für eine Tür, weil wir müssen eine Tür aufsperren. Und ja. So, ein ganz, ganz kurzen Moment. Ich muss mir kurz eine Sprachnachricht von einem aus der aus dem Vertoner-Team anhören.
Okay, war nur dass jemand nicht zur Teamsitzung kommen kann. So, Mama, jetzt ist natürlich Nacht, jetzt müssen wir. Außer die Leute sind wach. Irgendwie schläft da hier auch null, so gut wie niemand, irgendwie. Jetzt müssen wir natürlich Mama Murphy erstmal finden. Gut, die Alte wieder rumläuft, ist eine Frage und ich steck fest. Okay. So. Mama Murphy, wo bist du? Ja, für die Leute ist auf jeden Fall Schlaf über. Oh, da sind sie. Sei lieber vorsichtig. Aber keine Ich kann Mama Sachen Murphy. reparieren. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Wo ist denn die Alte, ey? Warum brennt da Licht? Ist da wer? Oh, das hasse ich an Sanctuary, dass da auch noch so viele Häuser rumstehen. Und die Idioten können sich halt in irgendeinem Haus auch mal aufhalten. Oh, Mama Murphy, wo bist du? Moment, ist die das? Ja. Ich muss dich um einen Ja. Gefallen bitten, Kind. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche Jetzt müssen wir einen erstmal Stuhl, den dummen Stuhl einen, der machen. besser zu meinen alten Knochen ist. Besorgst du mir einen? Ja. Ja, ich helfe gern. Danke. Bau Mama Murphys Stuhl. So, den Stuhl will sie haben. Genau den Stuhl, keinen anderen. Stell mal einfach. Bäm, bitteschön. Das ist dein Stuhl. Mama Murphy. Ich setz mich erstmal in meinen Stuhl, dann können wir reden. Alles klar. Gut, währenddessen kann ich ja mal kurz Was auf brauchst du da? Waffenbank gucken. Schwere Ver kann ich ein bisschen Automatik? Nee. Eines Tages wird Sanctuary eine Ja, pulsierende kurzer Gemeinde sein. Lauf, Ich verlängerter habe es Lauf. gesehen. Bisschen mehr Reichweite, das ist gut. Gut, das passt schon. Mit Dächern. Ja, ich hatte's einmal, dass Jun oder ich glaube Jun heißt der komische Halbasiate, der ständig so depressiv ist. Der stand einfach mal irgendwann einfach so auf dem Dach da hier oben. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung warum. Der war halt einfach da. Mama Murphy, So, Mama du Murphy. brauchst das dritte Auge. Ja. Es sagt mir, dass Mentats uns den richtigen Rausch für einen Okay. weiteren Blick in Mentats den Schlüsselkopf geben werden. sind wenigstens noch okay. Hier, bitte. Ah, hervorragend. Ich spüre, wie das dritte Auge sich öffnet. Preston hat das nicht Und gefallen, ich das ist mir bin sowas von immer noch auf scheißegal. der Spur, der dir deinen Jungen genommen hat. Ich sehe ein Haus. Fest verriegelt, Ketten angelegt von einem lächelnden Hai. Aber es gibt eine Alternative. Ich sehe sie. Ein Schlüssel. Verloren, vergessen. Nach unten gefallen. Sieh dir die Stühle unter dem Haus genauer an. Sie beherbergen das Geheimnis. Mach dir wegen mir keine Sorgen, Kind. Die Camps spielen gerade ein wenig verrückt. Ich werd schon wieder. Früher oder später. Du erinnerst mich an einen jungen Mann, den ich mal kannte. Hat nie Ärger gesucht, aber ihn immer gefunden. Also gut, also die
Das hat mir gereicht. Jetzt ist der Schlüssel gespawnt. Jetzt brauchen wir auch keinen extrem guten Lockpick-Skill, sondern jetzt brauchen wir einfach nur den Schlüssel finden und fertig. Das Rot kann man umstellen, ja. Das kann man in den Optionen umstellen, bloß ich mag halt Rot. Das Einzige an dem Rot selbst, was ich überhaupt nicht mag, ist die Taschenlampe sozusagen, also das Licht, dass das so komisch rötlich ist. Da ist so ein Orange oder so ein Weiß um einiges schöner, aber dann ist halt auch der komplette Pip-Boy auch so orange oder weiß oder so. Das gefällt mir jetzt nicht so. Wir haben Handfeuerwaffen, Gewehre und Munition. Also soweit. Mo, halt die Fresse. Also soweit ich weiß, spawnt der Schlüssel erst, wenn man, während man diese Quest hat, Mama Murphy Drogen gibt und die einem sagt, man soll halt den, da ist halt ein Schlüssel oder so. Ähnlich wie zum Beispiel bei der Quest, die wir gestern gemacht haben mit Skinny Malone, wo Mama Murphy uns ja auch gesagt, also wo wir diese Quest hatten, dass wir Nick Valentine retten sollen und am Ende kam ja Skinny Malone und seine komische Furie da und als wir die Quest hatten und wir Mama Murphy Chat gegeben haben, hat die ja gesagt, wir sollen June on the Rocks oder so irgendwie so diesen komischen Satz da an, wir sollen, er soll an den Steinbruch denken und an June on the Rocks oder irgendwie sowas. Und dann hatten wir ja da diese Option, diese Dialogoption mit dem Zeug. Und ja, also Mama Murphy ist so ein bisschen da, dass manche Quests ein bisschen einfacher sind. Ich meine, hätten wir Mama Murphy jetzt zu dem Zeitpunkt die Drogen nicht gegeben, dann hätten wir kämpfen müssen. Oder wir hätten einen Das sehr, ist sehr eine guten Ka Erfindung, oder? Oder wir hätten einen sehr, sehr guten Charisma-Skill haben müssen, um den an sich ohne diesen Steinbruch, June on the Rocks-Satz überreden zu können. Ein kurzer Moment.
Ein Schwachsinn, ganz ehrlich. Du bist 200 Jahre alt. Hey, Valentine. Sein Schwachsinn, über den er schon wieder diskutiert wurde. Oder wird. Es ist... Nick, kommst du mit? Bewegst du dich? Nick! Schauen wir uns mal das Haus an, in dem Kellogg früher gewohnt hat. Dir nach. Dir nach, Nick. Dann halt nicht. Zum Glück weiß ich, wo der Typ wohnt. Kommt Nick nach? Also Piper ist da. Nick, bist du noch dahin? Nick steht noch... Nick hat anscheinend keinen Bock. So, hier ist das Haus von Kellogg. Und das ist verschlossen mit Meister. Meister kann ich nicht. So. Stadionsitze. Kelloggs Hausschlüssel hinzugefügt. Yay. Geh mal halt alleine rein. Ich hoffe mal, Nick kommt irgendwie noch nach. Aber, ja. Der Schlüssel müsste theoretisch ja schon... Ja, das ist schon richtig. Mein... Interessiert mich jetzt an sich auch. Wir können mal kurz nachprüfen. Haben wir da schon mit... Also, da haben wir auf jeden Fall... Da haben wir geladen jetzt. Von da haben wir geladen, so. Können wir jetzt mal kurz suchen, ob der eventuell da ist. Ich meine, rein logisch sollte der Schlüssel schon da sein, aber es ist halt ein Videospiel. Da ist teilweise, manches ist dann nicht so besonders logisch immer. Ich meine, du hast schon recht. Rein logisch soll. Aber eventuell habe ich da jetzt nicht mal die... Okay, jetzt läuft er. Eventuell habe ich da wahrscheinlich nicht mal die... Nicht mal direkt die, nicht mal direkt die Option, die Stühle zu durchsuchen. Das könnte natürlich auch sein. Ich meine, wer würde auf die Idee kommen, Stühle unter einem Haus zu durchsuchen nach einem Hausschlüssel? Ja genau, wie ich es gesagt habe. Also ich habe hier nicht mal die Möglichkeit, die Stühle zu durchsuchen. Also ja. So, Ich meine vom rein logischen her, ja, der Schlüssel sollte so oder so da sein. Aber Videospiele sind halt nicht immer... sind nicht immer so logisch. Wie sie eigentlich sein sollten. Entsperren? Habe ich den Schlüssel noch nicht. Dann so. Suche. So, Hausschlüssel hinzugefügt. Ich hoffe... Ja, Nick ist jetzt in dem Speicherstand noch so, dass der einfach nur dumm rumsteht und... Ich will kein Schlagholz, Mo. Halt die Fresse, mein Gott. Besonders, ich bin nicht mal Nahkämpfer. Mein Stärke-Skill ist auf 1. Also mit einem Schlagholz, beziehungsweise Baseballschläger, kann ich überhaupt nichts anfangen. So. Aufgeschlossen. Ich hoffe, Nick kommt jetzt mit rein. Ja, gut. Sherlock muss irgendwas zurückgelassen haben. Irgendwas muss er zurückgelassen haben. Da hier unten ist der Schalter. Ich gucke mich aber noch kurz um. Kommt dir der Laden auch verdammt klein vor? Bei Kellogg hätte ich was Größeres erwartet. Ja. Auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Tada!
Sieh dir das an. Ein Schatz für jeden Söldner. Hey, Valentine. Und warum läufst du mir in den Weg? Alter. Dann reden wir weiter. Sieh mal an. Alles Zeug, das Kellogg liebt. So, Mentats. Nuka Cherry, Nuka Cherry. Bum, bum, bum. Zigarrenkiste. 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Irgendwelche Vorschläge, Nick? Hm. Was ist mit Dogmeat? Ein Commonwealth-Köter wie er kann den Geruch von Leuten über Meilen hinweg aufspüren. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst, ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Irgendwelche klugen Ratschläge? Wenn Kellogg wirklich deinen Sohn entführt hat, dann ist er gefährlich. Das bist du aber auch. Du musst keine Angst vor ihm haben. Dogmeat, ja. Oder vor sonst woher weiß, wenn das Commonwealth in den Weg stellt. Das ist allerdings, das ist ein großer Plothole. Das ist große Plotlücke. Komm mit mir. Ich will, dass du mir zur Seite stehst, Nick. Piper kommt nach Sanctuary. Okay, schnappen wir uns den Bastard. Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring und ich sag wie hoch. 5 Meter. Gut. Also. Was hat denn der jetzt gesagt eigentlich? Ich hab nicht zugehört. Zeig Dogmeat die Zigarre. Dogmeat. So, Nick. Hey. Ich höre dir aufmerksam zu. Suchst du was? Er hat einfach nur 2 Schachteln Zigaretten dabei. Hey. Hier ist mein Angebot. Perfekt. Ah, jetzt hat Piper noch die Laserpistole. Na, egal. Was? Wie bist du hergekommen? Dogmeat, schnüffel mal da dran. Wo ist deine... Ach nee, die Rüstung hatte ja in meinem alten Spielstand. Hast du was gefunden, mein Junge? Dogmeat hinterher, Piper, willst du mitkommen? Du läufst da gerade schon so schön. Dogmeat, lass Piper in Ruhe. Du hast wirklich ein Talent dafür, Ärger zu finden, oder? Bist du jetzt böse auf mich? Ist das ein Problem? Ganz und gar nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen. Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story. Jemand hat dich vergiftet? Machst du Witze? Es war gerade erst losgegangen, da wurde ich schon vergiftet. Beim ersten Mal hatte ich nur einen Artikel über dieses Karawanenkartell veröffentlicht, das die Lebensmittelpreise in die Höhe trieb. Er kam gut an und es gab sogar einen Boykott ihrer Waren in der Stadt. Also wollte ich im Dugout-Inn auf den Sieg einheben. Ich hatte schon einen Schluck genommen, da merkte ich, dass was nicht stimmte. Vadim war nicht in der Bar. Das Bier schmeckte seltsam, seltsamer als sonst. Ich fühlte mich ziemlich benommen. Keine Ahnung, was das war, aber es musste raus. Ich schaue mich also um... Und da war so eine blöde Sau. Ich kipp mir also einen selbstgebrannten rein. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das besser war, als an dem Gift zu sterben. Aber es hat funktioniert. Als ich bewusstlos war, hat sich die Sicherheit dem Barkeeper geschnappt. Jetzt hat die mich tatsächlich aus der scheiß WhatsApp-Gruppe rausgeschmissen, die blöde Kuh. Ist das eine dumme Sau. Kann mich mal.
Du hast ein spannendes Leben. Klar, aber ganz ehrlich. Ja, es gab eine Diskussion von wegen Hochladen von den Vertonungen. Weil mir absolut nicht gesagt, also ich erkläre es mal kurz. Also mir hat sie jetzt gesagt, beziehungsweise wir hatten ausgemacht, dass ich das Hochladen übernehme. Mir wurde aber nie gesagt, dass ich, wann das stattfindet. Ich bin davon ausgegangen, das wird in der Teamsitzung besprochen und nach der Teamsitzung übernehme ich das. Sie, warum auch immer, ist jetzt davon ausgegangen, dass ich das diese Woche schon übernehme mit dem Hochladen. Habe ich jetzt natürlich nicht gewusst. Angeblich hat sie mir das in dem Telefonat gesagt. Wir haben seit was weiß ich wann nicht mehr telefoniert und bestimmt auch nicht über dieses Thema. Besonders wenn wir über dieses Thema gesprochen haben, beziehungsweise über allgemein das, über den Creepypasta-Kanal oder die Vertonergruppe oder so, dann ging es definitiv nicht über dieses Thema mit dem Hochladen übernehmen. Und sie hat angeblich jetzt, sie hat mir angeblich in einem Telefonat gesagt, dass ich das diese Woche schon übernehme. Was absolut nicht richtig, was nicht stimmt. Das ist eine blanke, dreiste Lüge. Und damit versucht sie, sich jetzt wieder rauszureden. Besonders wegen der Scheißlüge, die hat vorher auch schon in der Vertonergruppe gelogen. Nur um sich gut darzustellen. Und jetzt wollte ich noch kurz was reinschreiben und dann sehe ich, ja, ich kann nicht mehr schreiben, beziehungsweise während ich gerade geschrieben habe, hat sie mich dann aus der Gruppe rausgeschmissen und ja, jetzt kann ich mich natürlich auch nicht mehr irgendwie verteidigen. Irgendwie sagen, ja, wie das aus meiner Sicht ist oder so. Das ist einfach nur Feigheit, meiner Meinung nach. Nur weil sie... Nur weil sie einfach zu feige ist, zuzugeben, dass sie verschissen hat. Sie fügt mich wieder hinzu, wenn ich bei Sinnen bin. Das ist ein Schwachsinn. Hat sie mir kurz geschrieben und dann hat sie mich wieder geblockt. Ist das eine blöde Sau. Begeben uns in Gefahr, damit also die kann mich jetzt, die kann mich ab so. Ab sofort kann mich die. Nicht wegen Lob, Belohnungen oder so ein Verhalten ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue. Ist schwachsinnig. Flirten? Naja, da brauche ich gutes Charisma. Glaube ich nicht. Ich bin auch froh, dass du... Danke, Blue. Das aus deinem Mund zu hören, bedeutet mir viel. Also, willst du hier verschwinden? Wie bitte? Viper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Weißt du... Egal. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja. Skills. Wiedersehen macht... Achso, ja. Egal. Bleibt für immer verborgen. Also anscheinend mag die mich jetzt ein bisschen sehr, Viper. Und jetzt, sie kam gerade so ein bisschen rüber, als ob die gerne mit mir bestimmte Sachen machen möchte. Schlagholz! 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 Ich kann den nicht erschießen! Der geht mir so auf den Sack langsam. Besonders das Scheißproblem bei Fallout 4 ist das gleiche wie bei Skyrim. Die haben die Distanz von NPCs, die einen zufällig anlabern, immer noch viel zu groß gemacht. Da gab es ja extra einen Mod für Skyrim, dass die Distanz von den Dorfbewohnern und so weiter um einiges kleiner ist, dass man eigentlich schon direkt neben denen irgendwie vorbeilaufen muss, dass die einen anlabern. Und jetzt gleiche hier bei Fallout 4, gleiches Problem. Die stehen, was weiß ich, 15 Meter entfernt und labern einen an wegen, was weiß ich, wegen einem Zeitungsartikel, in dem ich drin bin oder sonst was. Es ist ein,
Das ist nervig. Ich hab Level Up bekommen, okay. So. Lebensspender wäre nicht schlecht, weil da kriege ich plus 20 maximale Gesundheit pro Stufe. Und in der letzten regeneriere ich die auch langsam. Habe ich aktuell irgendwie was anderes noch? Ja, da hier die Dinger, die letzten vier bei Glück sind nicht schlecht. Kritischen Treffer aufspannen wie in der Zeitennot. Ja, das ist eigentlich gut. Tötest du einen Gegner, was besteht eine Chance von 50%, dass deine Aktionspunkte vollständig wiederhergestellt werden? Das ist nicht schlecht. Manchmal so. Ja, okay, das kann gut sein, das ist gut möglich, ja. Scharfschütze brauche ich nicht. Wann ist da hier eigentlich der nächste? 15, okay. Die Aktionspunkte regenerieren sich schneller, das ist auch nicht schlecht eigentlich. Aber ich mache erstmal ein Ding in Ausdauer rein, damit ich dann da hier Lebensspender aufleveln kann. Was? Sie wird sterben, sie braucht. Wo? Ach, das ist die blöde Sau! Das ist ein Raider. Ja, das ist ein Raider. Raider, der sich als Siedler verkleidet. Ich will mich in einen Hinterhalt locken, die dumme Sau. Weil das kenne ich schon. Das kenne ich schon. Ja. Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Ne. Aber ja, die wollte mich nur in so einen Hinterraum locken und da sind noch ein paar andere Raider drin und wer dann rumgeballere und was weiß ich. So, Dogmeat. Kerlock hat hier wohl Halt gemacht. Sieh dich um. Mal sehen, ob wir die vierte wiederfinden. San Francisco Sunlights. Dogmeat, was gefunden? Kerlocks Lieblingssorte. Bingo. Was meinst du, Junge? Kannst du uns... Hallo, Poco. Einfach mal abknallen, ja. Hat sie verdient. Ich meine, in einem anderen Universum hat sie es auf jeden Fall verdient. In dem Universum hätte sie es verdient, wenn sie mich wirklich reingekriegt hätte. Aber da hätten wir eigentlich auch reingehen können, weil da ist Farbe drin. Aber ich möchte auf jeden Fall wegen der Farbe von dem ganzen Zeug. Legendär. Ja, es mutiert. Hat wieder volles Leben bekommen, der Sack. Da, wo die uns reinlocken wollte, da müssen wir so oder so mal rein. Eventuell. Je nachdem, ob... Aua. Je nachdem, ob ich vielleicht sogar Blut als Farbe für die Wand in Diamond City verwenden kann. Wenn nein, dann muss ich da rein. Weil da ist gelbe und blaue Farbe, die kann ich dann mischen zu grüner Farbe. Reduzieren den durch Tiere verursachten Schaden um 15%. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das Ding an sich besser ist als das, was ich gerade trage oder nicht. Ja, ist es sogar. Das ist schön. So, die anderen haben nur Fleisch. Das Fleisch brauche ich eigentlich nicht. Könnte man eigentlich mitnehmen und dann mit schmutzigem Wasser oder so kochen. Oder halt mit anderen Zutaten irgendwie zusammen kochen. Kriegt man auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte, aber
bis ich mal wieder zu einer Kochstation komme oder so. Und dann halt die ganzen... Ich meine, ich habe mein Tragegewicht, maximales Tragegewicht, ist bedingt. Und ja. Okay, da ist ein Raider. Blutiges Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeat. Ja, Dogmeat. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Das ist doch schön. Dann renn hinfort mit Leuchtvision. Eigentlich ist es nicht schlecht, so Waffen von anderen Leuten mit Mod, also die Mods haben. mitzunehmen, weil bei den Werkbänken kann man die Mods auch ausbauen und dann halt für seine eigenen guten Waffen verwenden, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der ist ganz schön weit. Dein Stream hat gerade Probleme. Ist nicht gut. Ich hoffe, die Probleme sind schnell wieder weg. Aber jetzt aktuell passiert ja sowieso. Aktuell passiert sowieso nichts Interessantes. Wenn es wieder interessant wird, dann warte ich erstmal bis. Jetzt hast du wieder Bild. Okay, gut. Gut, gut. Ah, Yaogwai ist. Der ist sogar schon verkrüppelt. Der hält viel aus. Ah, oh, Hilfe! Hund, knurr nicht nur rum. Mach was. Ja, ich will's hoffen. Der hat eine Golduhr bei sich gehabt. Oh, ne? Da ist ein toter Brahmin. Also wenn es öfter vorkommt mit dem Bild, dann müsste ich eventuell mal gucken, ob das vielleicht sogar wirklich an den 60 FPS liegt. Müsste ich mal schauen. Ja, wo geht's denn hin, Junge? Ah, gut. Dogmeat hat was gefunden. Du weißt jetzt ja, wie das läuft. Ja, ich weiß, wie es läuft. Oh! Meine Geräuschfalle ist böse. Aber hier ist es sowieso. Niemand. So, Gwyneth Stout. Gwyneth Stout. Sein Lieblingsbier. Was? Hallo? Schnappen wir uns den Kerl. Was? Oh, okay. Ja. Glaube ich nämlich. Es ist auch meine Vermutung. Gut, dann stelle ich das jetzt wieder um. Also falls es sich heute noch wirklich extrem häuft, dann starte ich den Stream an sich. Währenddessen nochmal neu. Beziehungsweise ich kann ja nach Fallout 4 den Stream nochmal neu starten. Dann streame ich nur noch in 30 FPS. Dann soll's auf jeden Fall wieder wie vorher sein. Also zumindest wie gestern. Und gestern gab's die Probleme ja noch nicht. Jeder überlebte Kampf. Okay. Gucken. Na! Hilfe!
gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Gurkenpatrone. Vielleicht sollte ich bei Glück den einen Skill, den einen Talent skillen, wo ich ein bisschen mehr Munition finde. Das wäre eigentlich an sich nicht schlecht. Weil die 10mm Munition ist halt schon teilweise extrem rar. Nur bei den Todesschützen ist die halt so halbwegs geläufig, aber ansonsten sehr selten. Nutzt sie eigentlich so gut wie kaum einer. Warum auch immer, ich find 10mm eigentlich nicht mal so schlecht. Ich mag meine 10mm Muni. Alle, Alarm, kritisch. Was haben wir denn hier? Fehler. Ich hab nichts gedrückt. Aggressotron! Was war das? Was war das? Supermutanten. Selbstmörder! Genau das macht ein Selbstmörder. Ich meine, wie der Name schon sagt, der bringt sich selbst um. Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ja. Was haben wir denn hier? Fehler. System. Ja, ich weiß. So, endlich. Was ist hier passiert? Fehler. Dogmeat. Ja, Dogmeat kann nicht sterben. Omega. Warum auch immer. Hat uns getötet. Wir sind noch auf der richtigen Fährte. Hoffentlich ist das nicht mehr weit. Okay. Also. Dafür ist Dogmeat eigentlich auch ziemlich gut für Selbstmörder abhalten. Befehle der Supermutanten. Töten, plündern, zurück. Okay, auch gut. Er ist schon tot, ja. So wie der sich manchmal benimmt, ja. Irgendwie, ja. Ja, was denn? Los. Lauf. Hund. Dreckiger Hund, ey. Ich hasse den Hund so sehr. Oh, musst du so einen behinderten Weg nehmen, ey. Ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, da wo Kellogg drin ist, sind sehr, sehr viele Synths drin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das halbwegs gut schaffe mit meinem aktuell noch etwas niedrigen Level. Müssen wir mal schauen. Was meinst du, Junge? Jetzt steckt... War das unser Mann? Ich hoffe, der Hund steckt jetzt nicht wieder im Zaun drin, weil das hatte ich beim letzten Mal selbst auch schon. Ah, gut. Weil da waren wir hier im Zaun drin gesteckt und... Ja. War etwas schwierig, den wieder rauszubekommen. Ah ja, es ist halt... Ist halt ein Superhund. Ah! Blähfliegen, ich hasse die Dinger. Gibt's, glaube ich, noch schlimmere Insekten. Die, glaube ich, kaum stillhalten. Und sau schwer zu treffen sind. Bei solchen Viechern wird eigentlich eine Schrotflinte ganz gut helfen, aber... Ja, ich habe sogar eine Schrotflinte, ne? Gut.
So, Dogmeat. Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Ich wusste, dass Dogmeat unseren Mann finden würde. Jetzt sollten wir übernehmen. Gönnen wir unserem vierbeinigen Freund eine Pause. Gut. Jetzt sollten wir übernehmen. Ah, Moment. Was machen wir wieder? Nee, doch Wiedersehen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es Wiedersehen macht Freude direkt war. Oder ob danach, wenn ich jetzt da in Fort Hagen reinkomme, ob da direkt noch eine neue Quest anfängt. Aber wir sollten auf jeden Fall mal kurz gucken. Weil da hat Mama Murphy auch schon wieder sowas Schönes. Irgendwie, wenn wir jetzt die Quest haben, Kellogg zu finden. Wenn wir die Quest haben, Kellogg zu finden, dann können wir mit Mama Murphy sprechen und die gibt uns dann wie auch immer einen Skill, dass Kellogg weniger Schaden macht. Ich glaube 15 oder 25% weniger Schaden macht der dann, warum auch immer. Ja, das ist sehr merkwürdig. Also dahin, noch eine und noch eine. Treffe ich die besser? Ja. So, und bei der mache ich jetzt kritisch. Hat bisher bei mir eigentlich immer getroffen. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob kritisch auch wirklich immer trifft. Aber bisher hat es bei mir immer getroffen. Das war eine Atombombe. Sind da hier irgendwo Supermutanten unterwegs? Da ist Jangles der Mondaffe. Ja, da sind Supermutanten. Ich weiß das große Ziel zu schätzen. Jetzt hat er sich verpisst, der Sack. Ja, da ist er. Ach komm, Alter. Gut. Dogmeat, ey. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. Es war ein Roboter. Es nützt ihm so oder so wenig. Ja, okay, das war ein Geschütz. Ich weiß, ich rede manchmal. Manchmal dummes Zeug. So, was haben wir hier? Klebebandschrauben, ey. Aber ja, nützt ihm nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was unsere Affinität bei Nick eigentlich höher bringt. Also bei Piper war es ja, wenn ich Sachen aufgeschlossen habe mit meiner Haarklammer. Bei Nick weiß ich gar nicht, was ihm so gefällt und so weiter. So, Fort Hagen. Wo ist der Eingang? Wo war denn der Eingang nochmal? Sie ist eine Hexe. Das ist möglich. Das Komische ist, ich treffe, glaube ich, irgendwann mal auf noch eine Person. Ich glaube sogar, das ist ein Sünd, der auch behauptet, er hätte das dritte Auge. Und es war doch da hier. Die Luke da. Nee, ich bin vergesslich, ich weiß. Ist da jemand anwesend? Bullshit!
So. Ja, okay. So, dann räumen wir kurz hier auf. Machen wir mal die Gegner platt, die jetzt aktuell da sind schon. Ich hätte gerne den da, genau. Nick? Alles okay? Der sieht nicht so gesund aus. Die Hilfe? Die Viecher. Ey, ich finde auch die Viecher sind sau gruselig. Besonders, wenn du in einem Gang bist oder so. Wenn du in einem Gang bist oder so und so ein Viech ist ein Nahkämpfer oder du hast dem gerade irgendwie den Arm abgeschossen, mit dem er rumschießt. Und das Viech läuft einfach auf dich zu. Das ist sau gruselig. Das ist saugruselig, diese komischen Viecher. Ja. Wie als wenn du in Five Nights at Freddy's wärst und es wird einfach nur so ein Endoskelett auf dich zulaufen. Stellt euch die Szene mit Foxy in dem Gang vor, bloß ohne Foxy-Kostüm, sondern nur als Roboter. Nur als Endoskelett. Und das ist gruselig. Sehr. Sehr sogar. Es ist da im Hintergrund Sturges. Das sieht dem auf jeden Fall sehr ähnlich. Natürlich ist es wieder Nacht. Die Gammelkarle läuft immer noch bei uns rum. Okay. Da ist Jun, da ist die komische Frau, die ständig angepisst ist. Mama Murphy sitzt in ihrem Stuhl. Willst du wieder Drogen? Bist du wegen dem dritten ja. Hier? Maddox, okay. Dieses Mal brauche ich Maddox. Neues Cam, neues Fenster. Sollte ich haben. Da. Ja, hier, bitte. Das fühlt sich großartig an, nicht wahr? Valentine hat das nicht gefallen. Langsam formt sich ein Bild. Ich kann nur sehen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wenn du Zweifel hast, sind sie unbegründet. Der Mann, hinter dem du her bist, er ist es. Er trägt den Schmerz, den er verursacht hat, wie einen Schild. Sei stark, Kind. Das dritte Auge wird trüb, aber deine Energie leuchtet heller, als dir bewusst ist. Du kannst gewinnen. Er kann dir nichts mehr anhaben. Kann nicht. Jetzt haben wir Vorauswissen bekommen. Ich dachte fast, ich bekomme keine Luft mehr. Mein Herz pocht wie verrückt. Muss mich erstmal ausruhen. Alles klar, Mama Murphy. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir hier Vorauswissen bekommen. Kellogg verursacht 25% weniger Schaden. Wie die den uns einfach gegeben hat, einfach indem sie zu uns gelabert hat. Keine Ahnung, aber sie hat's geschafft. Jetzt ist das Ganze ein bisschen leichter. So, ich kenne noch eine Quest. Eine Quest kenne ich noch. Da ist Mama Murphy ganz nützlich. Weil da geht es um einen recht stärkeren Sünd, den wir besiegen müssen, weil wir, ich glaube, jetzt irgend so einen komischen Kontrollchip oder irgendwie so einen Chip brauchen, der in den eingebaut ist oder so. Und die gibt uns dann so einen komischen Code, mit dem wir dann einfach per Dialog den besiegen können. Also der stirbt dann, also wir sagen diesen einen komischen
Code oder so. Rücksetzungscode oder irgendwie so. Und ja, der fällt halt einfach um und ist tot. Nicht zu, also ich glaube nicht zu jeder Mission, aber zu einigen schon. Also wie jetzt zum Beispiel die zwei Missionen gerade eben, jetzt der mit dem 25% weniger Schaden, dann halt der mit dem Schlüssel bei den Stühlen, kenne ich noch. Ja. Schusswaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen, das ist sehr schön. Ja, sehr, sehr irritierendes Cover. Und dann, wie gesagt, dieser eine Zurücksetzcode, den Mama Murphy uns geben kann. Und ansonsten die Empfindlichkeit meiner fällt mir noch irgendwie was ein. Gibt es noch eine Quest, bei der Mama Murphy hilft? Meine Sensoren weisen auf eine versteckte organische Lebensform. Ja, eben diesem mit dem Skinny Malone Zeug, mit dem June on the Rocks Dialog Optionszeug. Aber ansonsten weiß ich jetzt auch gar nicht. Ansonsten gibt es halt noch zu verschiedenen Na, da war einer. Ansonsten gibt es halt noch zu verschiedenen Quests so ein bisschen Hilfe, was man genau machen muss, aber jetzt direkt irgendwie direkte Hilfe, dass das irgendwie jetzt zum Beispiel bei dem Schlüssel den Schlüssel sozusagen freischaltet. Oder so, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, musst du nicht machen. Musst du nicht machen, den Protektor brauche ich nicht unbedingt. Der läuft dann sowieso wieder nur Amok und bringt mich um. Brauche ich nicht. Nein, Freunde, fangt nichts an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Okay, da ist gar keiner. Dann stand der einfach nur da so rum. Oh, vor Kriegsgeld. Du magst Antiquitäten, nicht wahr? Ja, die kann man gut verkaufen, Nick. Solltest du dir merken. Das ist... verbessert ist es, guck mal. Zack. Wie schön. So Schlösser knacken mag ich um einiges mehr als Terminals hacken. Ist ein bisschen dynamischer und nicht so trocken und langweilig. Komm, ja. Ach komm, den einen Schuss. Ah. Schau mal, wer wieder da ist. Kommt er um die Ecke? Nein, Nick geht voraus. Dankeschön, Nick. Das ist mein. Boom! Die Viecher bewegen sich wie Menschen, sehen aber nicht so aus. Das ist creepy. Zu creepy schon fast. Gut. Cool. Und das Schlossknacken geht um einiges schneller als... Oh! Da war eine Falle. Die hätte ich eventuell sehen sollen. Egal. Laborstation, was können wir denn herstellen? Buffjet, ja, von mir aus. So, Psychojet. Säcke-Spritze, Spritzen. Ja. Ja, gut. Ja. Ja, gut, dann sind wir hier durch, da ist
Nee, es sah aus wie, Vorkriegsgeld, aber war es dann doch nicht, leider. Da ist eine Mine, die leuchten immer so schön. Hallo. Hallo. Oh, das sind drei. Gefährlich. Flup! Ein Anführer. Da die Quest ein bisschen länger dauert, würde ich sagen, wir machen die. Wir machen die Quest und dann spielen wir ein bisschen Night of the Rabbit. Ah, stimmt, da ist ja so ein komischer. Nee, nicht die Splittergranate, das will ich. Gut. Die Granate können wir entschärfen. Einsammeln. Patrone, Patrone. Ah, die Mine können wir mitnehmen. Nick! Hey! Hast du was auf dem Herzen? Ja, mach mal da hier. Kann ich nicht knacken. Kannst du das Terminal entsperren? Schon erledigt. Weil ich bin ja dumm und habe keine Intelligenz und so weiter und es kann das nicht. Einige helle Köpfe gebraucht, damit ein solcher Ort entstehen kann. Ja, das ist aber immer noch. Das ist immer noch versperrt, Nick. Wie sieht der Plan aus? Sieh mal, was du tun kannst. Guter Plan. Das ist immer noch versperrt, Nick. Darfst du das nicht? Nicht schlecht. Keine erbärmlichen Protokolle. Protokolle. Na, also. Hat es geschafft. Kurz einen Moment. Das entsperrt, das ist schön. Turmsteuerung deaktivieren. Flup. Tür öffnen. Zack. Ups. Einmal zu viel B gedrückt. So. Da ist eine Stange Zigaretten. Was haben wir denn? Stimpack und aufbereitetes Wasser. Munitionskiste, das schaffe ich. Zack. Geschafft. Vier Fusionskerne. Also an sich in der kompletten Story, wenn ich in das leuchtende Meer mit einem, wenn ich in das leuchtende Meer mit einem, mit einer Powerrüstung gehen will und ansonsten die eigentlich überhaupt nicht brauche, dann brauche ich eigentlich maximal 2 bis 3 Kerne, würde ich sagen. Oh Gott. Nick, hast du gerade ein böses Wort gesagt? Nein! Tesla. Tesla-Kerne. Oder Spulen. Ich glaube, die heißen Tesla-Spulen. Kann man die kaputt machen? Kann man nicht kaputt machen. Aber die gehen, glaube ich, vom. Sind einmalig benutzbar, glaube ich. Dann sind sie kaputt. Da ist so ein Viech, das, das Nahkampf ist. Oh na, creepy. Geh weg. Bum, bum. Au. Nur ungern ein. War schmutziges Wasser. War das jetzt schmutziges Wasser? Cam, Kühlbox.
dass jeder Schwachsinn das wär's. Abgeschlossen sein muss. Rüstungswerkbau, na, könnte man eigentlich auch mal drauf schauen. Metallrüstung, lackiert, macht ein bisschen mehr. Mehr. Sag's. Bisschen mehr Schutz. Der ist sogar gestärkt. Das ist gut. Polster. Gekocht. Er ist lackiert. Metallrüstung. Lackiert. Und Leichtbau. Okay. Ja, ein bisschen verbessert. Aber wir können eigentlich auch unsere. Die Dinger, die man nicht mehr brauchen. Weg. Verwerten. Dann sind sie. Dann haben wir ein paar Materialien und die sind nicht mehr so schwer. So. Wir sind aber bald da. Also es dauert nicht mehr sehr lange. Dann sind wir bei Kellogg. Nein. Gut. Geschafft. 38. Nirgendwo ist 10 mm Munition, ey. So, da hier ist. Übrigens ein Tipp, den manche Fallout. Also in Fallout 4 ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es in. Ich glaube in Fallout 3 auch. Habe ich ja, glaube ich, mal getestet im Stream. Wenn man an eine Wand guckt und die Waffe dann so nach unten gerichtet ist, kann man zielen, drücken und dann guckt man automatisch um die Ecke und ist so ein bisschen geschützter. Und wenn man sich halt nicht bewegt, dann geht man halt wieder auch zurück zu der Position. Ist so ein kleiner Tipp, womit man sich ein kleines bisschen besser schützen kann. Ist aber nicht sehr gastfreundlich. Militärschaltplatte, die sind sehr, sehr nützlich. Netzrelay-Spule ist auch nicht schlecht. Theoretisch brauche ich den ganzen Schrott eigentlich nicht. Obwohl, die kann man, glaube ich, auch gut verkaufen. Hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Bewegung entdeckt. Schau mal, wer da. Ich glaube, wir sind nicht allein. Da! Glaubst du, wir sind nicht alleine? Okay. Das ist richtig. Die Luft ist rein, denke ich. Denkst du? Ah! Na okay, das ist kein solcher. So, wir sind gleich da, nämlich in dem Raum neben mir, da hier drin ist Kellogg. Da müssen wir nur einmal kurz außen rum gehen. Und dann sind wir da. Gut, du bist angepisst, verstanden. Aber was willst du hier denn erreichen? Das wird überhaupt nichts bringen. Ja doch, das bringt schon was. Sonst würde ich es ja nicht machen. Sonst hätte mir das Spiel ja nicht gesagt, ich soll hier hingehen. Kontakt festgestellt, möglicherweise. Das Schöne ist auch, wenn man hier um die Ecke zielt, kann man auch VRTS aktivieren. Das ist auch ziemlich cool.
Nein! Fuck! Heilen wir uns mal schnell. So zur Sicherheit. Ich frage mich ja, wie der ständig drauf kommt, dass wir nicht allein sind. Hätte ich nie gedacht, dass wir nicht alleine sind. Okay. Wirf alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Ja, werde ich machen. Fusionskern. Ich meine, wenn der schon mal da ist, einfach so, können wir den noch einfach mitnehmen. Ist ja nichts Großartiges. Wie viel brauche ich eigentlich noch? Okay, bald Level up, das ist gut. Ich finde es erstaunlich, dass ich mit Level 12 hier schon so ziemlich gut eigentlich durchkomme. Ich hatte eigentlich fast erwartet, ich würde elendig verrecken hier. Elendigst verrecken, weil ich war, glaube ich, mit meinem anderen Charakter, ich weiß gar nicht, vielleicht Level 20 sowas, als ich hier war. Wenn nicht sogar noch mehr. Nee, Licht will ich haben. Stange Zigaretten, ja. Sollten vielleicht mal unseren ganzen Schrott. Energiewaffen-Wackelpuppe. Dauerhaft 25% kritischen Schaden mit Energiewaffen mehr. Bringt mir nicht so extrem viel, aber. Falls ich mal notgedrungene Fusionsschuss, keine Ahnung, Energiewaffe, Laserpistole oder so brauche. Wie schön. Dann ist das ganz gut. Detective Skills, ja. Bum, bum, bum. Ah, ne. Wo rennt der denn jetzt hin? Oh. Hey. Aktivposten. Sind die Dinger nebenbei Buchhalter oder was? Also Aktivposten, den Begriff kenne ich nur aus, wie heißt's? Ist es eine? Nee, es sah aus wie eine Kassette. Inventur, Inventar, Bilanz, sowas. Meine Güte. Wo ist er? Da. Fusionszellen. Komm. Danke. Noch ist es nicht zu spät. Falls es jemanden. Falls es jemandem schon aufgefallen ist, oft drücke ich nach dem VRTS-Zeug. B für den Pip-Boy. Das ist so eine kleine. Das ist so Muskelgedächtnis. Weil ich mit dem anderen Charakter. Da war das irgendwie immer so, der letzte Schuss, wenn ich einen Gegner besiegt habe, da hat es nochmal
irgendwie ewig lang gedauert, bis das aus dem VATS-Zeug wieder rausgegangen ist. Und da habe ich einfach immer B gedrückt. Und dann ist es halt schneller gegangen. Oder wurde halt, also diese Animation wurde dann sozusagen abgebrochen. Und hier passiert das anscheinend nicht so oft. Daher kommt's ja öfters mal vor, dass ich einfach so. Na also. Ja. Dass einfach mal ein Pip-Boy hochkommt, nachdem ich VATS benutzt habe. Bist auch beim Schleichen schwieriger zu erkennen. Das ist. Ja. Nützlich. Jetzt nicht super nützlich, aber. Ist ganz gut. Weil ich spiele ja weniger einen Typ, der schleicht. Das wär's. Zwei Stimpaks, nice. Kannst du? Brauch deine Hilfe. Mach mal. Er gehört dir. Dankeschön. Was ist da drauf? Turmsteuerung, okay. Deaktivieren. Gut. Was sind denn hier so viele Betten und so weiter? Merkwürdig. So. Vorkriegsgeld, gut. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich gerade aus. Meine Sünden tun dir nichts. Seine Sünden tun mir nichts, ja. Cool. Reden wir. Zigarrenkiste nehmen wir mit. Und ja. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig. Ich dachte mal, das wäre ich. Hier sind wir also. Schon lustig, oder? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter, als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Verdammt, du verfickter Söldner. Wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber in einem liebevollen Zuhause. Im Institut. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? So, erstmal kritischer Schlag auf die Fresse. Schön VATS gleich angemacht, weil der benutzt gleich am Anfang so einen scheiß Stealth-Boy. Und dann ist er erstmal ein bisschen unsichtbar für ein paar Sekunden. Und ja. Deswegen guter Tipp, gleich am Anfang
VTS auf den und voll drauf. Sonst ist der ein bisschen nervig. So. Also. Terminal Passwort. Gehirnverstärker. So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Kellogg's Pistole ist ziemlich gut eigentlich. Die hat 44er Munition und 73 Schaden. Das ist ziemlich gut. Stealth Boy, ja. Schmerzunterdrückung, Gliedmaßen, Aktuator. Okay. Und ja, das war's. So. Hier finden wir ein bisschen Medizin noch. Gott, Gott. Sonst noch. Adictol ist ziemlich cool, weil damit können wir Sachs Sucht heilen, sozusagen. Heißt, wenn wir irgendwie süchtig sind nach irgendwas, dann können wir das nehmen und dann sind wir, glaube ich, geheilt. So, Rob-Koffern. Enthält das Holbahn-Spiel Pipfall. So viel Wissen ging verloren, als die Bomben fielen. Schön, dass jemand versucht, das zurückzuholen. Dankeschön. So, das ist ein sehr komisches Terminal, weil es hat so einen komischen Fischaugeneffekt. So, Tür öffnen. Zugriffsprotokolle. Kurz anschauen. Haben den jungen Namen schon erfolgreich im Institut abgeliefert, Bezahlung erhalten, haben neue Befehle erhalten, sollen des Deserteur aufspüren, Verstärkung ist versammelt, Fort Hagen gesäubert. Ich meine vor Hagen. Gesäubert und gesichert, brechen bald auf. Das macht keinen Sinn. Moment, das muss ich nochmal durchlesen. Robco Industries. Zugriff lokal. Haben die Namen schon erfolgreich im Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten. Haben neue Befehle erhalten, sollen Deserteur aufspüren. Brechen bald auf. Ah, ja, ja, okay. Also wenn die meinen mit dem brechen bald auf, dass die nur den Deserteur aufspüren und so weiter. Und halt dann wieder zurückkommen, dann macht es Sinn. Aber den Jungen beim Institut abliefern und dann zu schreiben brechen bald auf, macht keinen Sinn. Und warum, das kommt später raus. Das kommt später. Nick, dann hat Kellogg also keinen Mist erzählt. Dein Sohn steckt wirklich tief im Schlamassel. Nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Du weißt also gar nichts, Nick? Sieh mich doch an. Ich bin Schrott. Die haben mich vor einer Ewigkeit abgeschrieben. Ich bin ein ausrangierter Prototyp. Sie haben mir keinen Schlüssel gegeben. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Die einzige, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper, die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen, die Sache besprechen. Wie kann Piper uns helfen? Immer alles hinterfragen. Die Lady hat mehr drauf, als sie durchblicken lässt. Und sie lässt einiges. So kriegt man die meisten Infos. So wie ich sie kenne, hat sie ihre Hausaufgaben gemacht. Und wir müssen mit jemandem darüber reden. Dann also auf nach Diamond City. Hey, Kopf hoch. Ja, es sieht im Moment düster aus. Aber es gibt Hoffnung.
Also Piper. Das machen wir aber anders mal. Ich gehe jetzt nur kurz raus. Aus dem Ganzen hier. Moment, 30. Achso, da hinten ist Exit. Okay, ich gehe jetzt noch kurz raus. Reiß schnell nach Diamond City oder so. Und dann machen wir Pause. So, einen kurzen Moment. Und schwupp, nein. Kein Zaubertrick. Kann man Steuerung erstmal deaktivieren. Sehe Tür öffnen. Ach ja. Das passiert noch. Jo, da ist die Sterne Bruderschaft. Nicht meine Lieblingsfraktion. Weil es alles Idioten sind, meiner Meinung nach, aber egal. Lasst euch bitte nicht von meiner Meinung ablenken oder umstimmen oder sonst was. Ich meine, wenn es soweit ist, dann dürft ihr ja sowieso entscheiden. Welcher Fraktion wir uns anschließen und welcher nicht. Die einzige Fraktion, die wir uns nicht anschließen dürfen, ist die Railroad, weil, habe ich ja schon mal erklärt, die Railroad hat einen Bug in ihrer Quest, in einer ihrer Quests drin, die eventuell dazu führen kann, dass die Quest nicht, dass die Quest nicht gemacht werden kann und wir uns der Railroad halt nicht, beziehungsweise der Railroad an sich nicht helfen können. Ups. Wir könnten sie eventuell mal so weit spielen und versuchen, wenn es soweit ist. Aber ja. Boah. Sterne Bruderschaft hat's inzwischen schon weit gebracht. Wenn, soweit ich mich erinnern kann, Fallout 1 hatten die nur so eine komische Untergrundbasis. Fallout 3 hatten die, glaube ich, weiß gar nicht, was die da hatten. Katze! Oh nein. Gut, dann machen wir hier fertig und machen dann beim nächsten Mal weiter. Gut, also, löschen, 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 alles löschen. Ja, egal, gut, ja. Dann hätte ich jetzt gesagt, machen wir kurz Pause, danach spielen wir Night of the Rabbit, bisschen weiter. Gucken da mal, wie weit wir kommen. Und dann schauen wir mal. Also ich hätte auf jeden Fall Lust, ein bisschen länger heute zu streamen als, ich weiß nicht, vielleicht so. Also bis 2 Uhr auf jeden Fall, vielleicht 3, 4 Uhr vielleicht sogar, wenn ich es schaffe. Muss ich mal gucken. Je nachdem, was wir alles spielen und so. Aber ja, gut. Also, machen wir kurz Pause, dann
Night of the Rabbit. Und dann schauen wir mal. Also bis gleich. Musik.